Wer bist du denn? Ron? Weasley? Ja, noch jemand, der mit mir kämpfen will? Ich habe niemals mehr als eine halbe Stunde Zeit, um diesen Simulator auf GameCube zu spielen. Also soll ich hier von Trainerschiff gehen? Wie der Vorschlag. Klingt komisch, ist aber so. Der direkt Level 7. Fällt jetzt auf, das ist gerade wirklich von Level 22 in zwei Kämpfen Level 27 geworden. Das ist ja übel pummelig. Kann sich mal entwickeln. Happy. Und 232, 255 Max. Ich hoffe, bei 255 entwickelt sich das wenigstens dann. Okay, brauche ich nicht verletzt. Dann ist es weg. Dann ist es aber 80, wenn es dann meins. Ne, ist es nicht. Dann ist aber trotzdem gewechselt. Pikachu! Nicht effektiv. Aber jetzt Elektroball! Britz! Donnerschock! Brutz! Tschüssi! Hey, du kommst mir bekannt vor. Rechtsklick ist auch eingeben. Okay. Critical Hit. Ist unfair. Hit werde ich nicht besiegen. Du da. Pikachu Sandan. Ich hätte gerne den wechselnden Pokémon-Stil, das wäre echt angenehmer. Sandkrab. Dead. Zack, 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 300 Pokémon-Dollar. Zumindest warst du deutlich höflicher als diese Jackson-Arschkeks-Backe-Tübi. Danke dafür. Okay, der ist auf jeden Fall auch im Schiff. So, und eigentlich muss ich hier mein Bibo trainieren, dringend. Mona, warum sitzt denn... Technologie ist so bezaubernd. Wir können mit anderen Passagieren über das Schiff-Intranet kommunizieren. Wir hatten niemals so einen Luxus von Elektrokommunikation in meinen Tagen. Wir könnten höchstens über das Telefon miteinander reden oder per Schneckenpost. Großvater, das ist nicht, wo du das Passwort eingibst. Mein Papa, mein Großvater zu erklären, wie man Technologie benutzt, fühlt sich an, wie einem Hund zu erklären, wie man Englisch spricht. Für Arceus Gnade. Die können moderne Technologie nicht einfach machen. Es sagt, mein Passwort ist falsch. Ich kann dieses Apparat an- und ausschalten und dieser Fehler wird nicht weggehen. Okay, ihr wollt gar nicht kämpfen. Kann ich einfach ein anderes Bett mit den Pokémon legen? Schade. Wäre cool gewesen, hätte ich mir viel Laufweg gespart. Jensen. Sieht sich nach einem Abra aus. Nach einem Sala sogar. Bin nicht sicher, ob ich das will. Hier liegen irgendwelche Tränke rum. Hallo. Hm, was? Ich weiß, dass der Captain krank ist. Denn jemand ist immer am rumschnorcheln, ob irgendetwas von der Crew auch ausgegeben wird. Ich wusste nicht, dass es so schlecht steht. Was ich brauche, ist eine Pitcherberry, um meine Giftheilung herzustellen. Hast du eine? Exzellent, gib mal her.
Ich werde ein bisschen Zeit brauchen, um diese Trank herzustellen. Da es eine sehr schwierige Mixtur ist. Aber ich habe nicht viel Zeit dafür. Also ich werde versuchen, sie bald wie möglich fertigzustellen. Sobald ich sie fertigstelle, wird mein Kadabra sich sofort zu dir teleportieren und sie dir bringen. Ansonsten schau dir einfach erstmal das Schiff an und versuche herauszufinden, wer es eigentlich verursacht hat. Hier, nimm ein Ticket, falls du Zugang zu besonderen First-Class-Bereichen brauchst. Mein Segen, mein Blissy würde es dir bringen, sobald der Trank fertig ist. Okay, das heißt der Trank, ja. Gut, dann gehe ich halt doch nochmal jetzt heilen, ne? Der Pharmazeut. Wir fahren Leftovers, Überreste. Das waren Überreste, die konnte auch man da auf irgendwas benutzen, ne? Antidot, Asperberry, Hyper. Muss nicht hier sein, wenn es hier drin wäre. Leftovers. An item to be held by a Pokémon. The holder's HP is slowly but steadily restored throughout every battle. Ach ja, genau. Das heilt sich immer langsam. Hier, Sicherheitsoffizier. Ja, du solltest bereits wissen, dass dieser Bereich abgesperrt ist. Okay. Ich habe noch keine Potion, von daher kann ich nicht sagen, ich muss eine Potion in einen Trank liefern. Ist ja Quatsch. Dann gehe ich lieber mal in den grünen Ballsaal. Oder wo auch immer ich hier bin. Ich würde jetzt gerne speichern. Viel Glück, überhaupt an mir vorbeizukommen. Selbst falls du das schaffen würdest, Jackson würde dich einfach wie ein Käfer vernichten. Ah, das ist ein Käfertyp. Wie passend! Fury Attack. Confusion failed of any effect. Pursuit. Nee, Pursuit ist nicht so gut. Seabeam ist super effekt, hat doch kaum was gemacht. Ah, confused bin ich jetzt. Das ist so kacke. Komm schon, drei jetzt. Nein! Ah! Ah! Du bist dumm, Bibor! Warum bist du so dumm? Als jetzt der niedrigste Pikachu. Bibor wird halt doch irgendwann mal ausgetauscht, wenn ich den Stein-Pokémon mitnehme. Hier, ruckzucki. Zack, tschüss. Okay, das ist ungünstig jetzt. Chillock. Bulldozer. Blumstrau. 1800 XP. Ach schon. Wie habe ich gegen dich verloren? Jetzt wird Jackson mich nie mehr beachten. Du hast doch trotzdem einen meiner Pokémon besiegt. Deswegen muss ich wieder zurücklaufen und den Scheiß heilen. Ist nicht irgendwo anders noch ein Kalk dadurch? So, Reggie. Oder Reggie. Du bist verrückt genug, hier reinzukommen, während Jacksons Crew hier alles kontrolliert. Du kannst nicht mal Jacksons Pokémon-Gürtel heben. Ich werde es beweisen, indem ich den Boden mit dir wische. Radikal. Fury Attack.
Baby Bell. Baby Bell. Dummerweise wird das nicht funktionieren. Dummerweise wird das nicht funktionieren. Kann ich ja gleich wechseln. Blubstrahl. Dieses Assurance ist quasi wie eine verbesserte Ruckzuck-Hieb, oder? Hab ich so das Gefühl. Changing Pokémon. Mankey. Number 2. Cross-Chop. Nicht effektiv. Restore Power. Hab mich geil mit Leftovers, genau. Level 29. Meine Fresse, Level ist inzwischen schnell. Nö. Du hast einfach nur dumm Indiscriminate. Du hast einfach nur dummes Glück gehabt, mich zu besiegen. Überschätz dich mal nicht. Dessen du mich legal ehrlich besiegt hast. Was du nicht getan hast. Du kannst immer noch nicht Jackson besiegen. Das werden wir gleich sehen, aber ich gehe natürlich mit geheilten Pokémon in den Kampf und nicht, nachdem ich mich gefightet habe, ja. Ich will hier noch irgendwie rauskommen, ja, und das möglichst gewinnen. Und nicht einfach nur kämpfen mit Nachteil und verlieren, ja. Das wäre richtig dämlich, ja. So, Jackson. Nein. So. Die haben wirklich jemanden wie dich armseligen an Bord gelassen. Sobald ich gesehen hatte, dass du mein registrierter Zimmerkamerad war, wusste ich, dass die hohe Meinung der Passagiere oder die Ausgewähltheit der Passagiere total überschätzt wurde. Wenn du an Bord warst. Als ob das nicht genug wäre, die Schiffsstandard anzuzweifeln, haben ich und meine Crew just dead with a slew mit einem Haufen armseliger Tränen an Bord zu tun gehabt. Du hattest einen flüchtigen Sieg über mich das letzte Mal, aber jetzt hatte ich Zeit, meine Pokémon mit unseren unterschiedlichen Philosophien zu trainieren. Und jetzt kann ich dir zeigen, wie viel effektiver meine Philosophie gegen deine Idee des der Pokémon-Freundschaft ist. Okay. Ein Ibitak. Ist wieder ungünstig. Muss man sagen. Aerial Ice. Elektroball! Au! Aua! Donnerschock. So, sehr schön. Erster ist tot. Sander. Ich habe gar keine XP hier gerade gegen den. Was ist denn das? 100 Attacke. Sandgrab. Ich finde den Namen so geil. Schaufler. Untergrund. Sandkapitrop. Fury Attack. Verfehlt. Schaufler. Selektiv. Besiegt. Und ein Evoli. Ich will auch ein Evoli haben. Schweinerei. Ich mach nochmal einen Sandkram. Hoffe, dass ich das auch take down. Shit. Das war nicht gut. Ja. Schillock. Auch ein Evoli haben. Blubstrahl.
Biss. Flinchen couldn't move. Sehr schön. Biss. Zero Pokédor for winning? Warum? Ah, schon wieder so ein flüchtiger Sieg. Glücksfälle passieren einfach immer wieder. Da wir nur so eine kurze Zeit hatten, um zu trainieren. Erwarte nur keine Regularität daraus. Meine schwachen Pokémon verstehen immer noch nicht meine Idee. Sie werden diesmal noch härter bestraft werden nach diesem entehrenden Misserfolg. Kannst du uns als von der MS Anne verschwunden betrachten? Goody Tooth Scrub, das kenne ich leider nicht im Begriff. Mit all diesen schwächlichen Trainern hier ist diese Fahrt eine Zeitverschwendung. Wir haben eh unsere Tickets nicht bezahlt. Wir haben sie gestohlen von einer hilflosen Bande von Trainern. Also haben wir nichts zu verlieren, wenn wir sie wegschmeißen. Ja, hauen wir von diesem Müllhalde ab, Jungs. Okay. Da war der Kampf, den ich meinte. Jetzt muss ich wieder heilen gehen. Der hat nämlich ganz schön starke Pokémon gehabt, auch wenn ich es gut geschafft habe. War es doch nicht mal eben so locker flockig aus dem Handgelenk. So, euch habe ich besiegt. Kann ich hier nicht mit irgendwas reden? Mit dem. Nee, okay. Gehen wir einfach hier rein, in den großen Ballsaal. Ach, reden wir mit Theodore. Oh. Ich bin einfach schlecht im Handeln. Okay. Das ist Clark. Clark? Vielleicht hätte ich warten sollen mit dem Drink, nachdem ich, während ich kurz getanzt habe. Achso, bis nachdem ich getanzt habe, ich fühle mich so langsam und desorientiert. Drinkwaiter Dan. Hey! Drinkwaiter Dan, ich will mit dir reden. Möchten Sie etwas zu trinken kaufen, Sir? Sie sind noch minderjährig, also werde ich es auf die alkoholfreien Sachen limitieren. Soda Pop. Das ist 30 HP, ne? Dann sogar besser als Getränke. Ja, kann man peilen. Eins. Dankeschön. Henry. Wann wirst du einen schnelleren Song performen? Jigglypuff. Sieht aus, als wäre Jigglypuff der Hauptakteur für diese Runde. Da schaffen sich alle ein. Jedes Mal, wenn Jigglypuff singt, ist es so ein langsames Lied, das ist so romantisch. Oder halt langweilig. Je nach Hoppingwinkel, ne? Ich frage mich, wann das Schiff endlich ablegen wird. Uns wird immer gesagt, es ist verschoben. Oder aufgeschoben, besser gesagt. Okay, das ist irgendwie der Mittebereich. Und achso, hier ist dann der obere Bereich. Okay. Das ist die VIP-Only-Bereiche. Du kannst hier nicht rein. Ich hab doch den tollen Pass. Ach, komm. Guten Abend. Was macht ein Kind wie du hier in dem Bereich? Die erste Klasse Kinder. Hört man nie, wenn sie nicht von ihren Eltern begleitet werden. MS Anne ist einfach so bildhübsch. Für einen. So perfekt geeignet für einen Familienausflug. Ich sag's dir. Bitte bring John dazu, nicht mehr zu weinen. Er ist so ein Computerspielsüchtiger, dass er immer weint, sobald er nicht in einer Videospielkonsole in seinem Raum ist.
Ich will zurück zu in meinen Raum und Pokémon auf der GameCube spielen. Es ist nicht nur ein luxuriöses Schiff, sondern es hat auch 5 Sterne Essen. Eine exzellente Crew und Angestellte in jedem Bereich des Schiffes. Das Essen hier ist toll. Ist hier noch irgendwas? Wer bist du denn? Lissy wants to give you something. It's secret potion. Okay, zum Captain. Wait, what? Where did Lissy go? You must be having a many time with the Captain. Okay. Ich habe jetzt also die Heilungsportion. Okay, das ist einfach hier oben. Ist hier noch irgendwas unten? Da kann ich hier nicht reingucken. Hier kann ich nicht reingucken in der ersten Klasse. Ja, in der ersten Klasse darf ich nicht mehr wühlen. Darf ich nur im unteren Bereich machen. Woran, Baby? Oh, ich darf doch im Müll wühlen in der ersten Klasse. Nip, 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 nip. Das ist hier für ein Kindergeburtstag. Ah, hier ist der VIP. Oh, hier komme ich nicht durch. Ach, komm. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Nervig. Das ist nervig, wenn sie hier hinten nicht mal was hinmachen, weißt du? Wer kommt das alles, dann ist da nichts. Ich habe nicht rausgefunden, wer es war, ne? Glaube ich. Also ich habe halt einen Typen davor vertrieben, aber der war das doch wahrscheinlich nicht. So, hier, jetzt muss ich zum Captain Room, jetzt rechts. Du solltest bereits wissen, dass dieser Bereich gesperrt ist. Ich muss dem Captain einen Trank bringen, um ihn zu heilen. Ist das so? Ja, dann sei mein Gast, aber bitte unterstehe, dass es extreme Konsequenzen haben wird, wenn das nur ein Grund ist, um ihn zu treffen. Ich werde jetzt zur Seite gehen. Okay. Hallo, Captain! Oh, was ist denn da unten? Ich will es haben. Mach mal. So. Hallo, Captain. Was machst du denn hier? Oh. Ich habe so schlimme Bauchschmerzen. Ich möchte nicht gestört werden zu dieser Zeit. Beruhigen Sie sich, ich habe hier was für Sie. Das ist eine Medizin von Dr. Neumann. Neumann? Der pharmazeutische Doktor an Bord? Ich vertraue ihm genug, dass dieser Trank gesund sein wird. Okay, gib es mir. Der Captain nimmt den Trank von dir und trinkt ihn. Ah, ich fühle mich direkt so viel besser nach dem Trinken. Dankeschön, Kumpel. Du bist ein Lebensretter. Wirklich. Mir wurde gesagt, dass es eventuell eine tödliche Vergiftung ist. Ich wurde vergiftet, nachdem ich meinen Mittag gegessen habe. Ich habe allerdings keinen Beweis, dass... Ich habe allerdings keinen Beweis, dass einer meiner Crew irgendwas damit zu tun hat. Ich hoffe es auch nicht. Ich schulde dir was. Hier, nimm das. Du hast behalten HM01 Zerschneiderung. Reusable in Pokémon to teach them cut technique. Sehr schön. Mach ich direkt. Backpack. Wo ist es? HM01 Cut. Der da. Body Seat. Oder? Stunts, noch nutzloser. So. Damit kann ich jetzt das Schneider, richtig? Jawohl! Kann jetzt das Schneider. Also. Bis bald.